Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dich gerne herzlich zu dem nächsten daoistischen Yin-Yoga-Retreat vom 24. und 26. Februar einladen. Und ganz traditionell ist der Frühling eben die Zeit des Aufbruches und es geht in der TCM ganz oft darum, diesen Aufbruch zu nutzen, um die eigene innere Version oder Vision von sich selbst, von seinem Leben hervorzubringen, an die Oberfläche auftauchen zu lassen und das zu navigieren. Ich möchte gerne einfach mit so drei Fragen einfach anfangen. Welche Vision hast du von diesem Jahr oder vielleicht sogar von deinem Leben? Welche Vision möchtest du gerne erfahren oder leben? Wohin soll es für dich auf deinem Lebensweg, auf deiner Lebensreise gehen? Und bist du abhängig oder stehst du in Abhängigkeit mit deiner Außenwelt oder bist du in Kontakt mit deinem kreativen Ausdruck? Und das sind nur so drei Impulsfragen, um einfach auch mal zu schauen, wow, manchmal, wenn wir uns diese Fragen stellen, wo geht's hin, was will ich, wer bin ich und wenn ja, wie viele davon, was will ich in diesem Jahr denn erleben? Haben alle in den letzten 3 Jahren wirklich intensive Momente auch erlebt, die uns auf die eine oder andere Art und Weise ganz schön stimuliert haben. Und jetzt geht es so darum, und ich merke das selbst bei mir, es ist so eine Aufbruchsstimmung. Ich schaue gerade auch ganz viel, was kann ich noch machen? Und dann in diesem Moment, wo ich mich davon wieder ruhig hinsetze, was will ich davon überhaupt machen? Und mit diesem Retreat, dem inneren Kompass, möchte ich euch aufzeigen, dass wir wie so eine Mandala leben. Also ihr seht hier im Hintergrund auch dieses blaue Mandala vom Wasser. Und es geht darum, seinen Kernpunkt wahrzunehmen, so diesen zentralen Punkt. Und dann zu gucken, wo sind meine Ausrichtungen? Also ganz praktisch, wenn ich vom Kompass rede, Norden, Süden, Westen, Osten, wo bin ich im Zentrum? Wo sind die Himmelsrichtungen? Wo orientiere ich mich? Oder du kannst es auch einfach machen, wo steht die Sonne? Und wohin orientiere ich mich dann? Also es braucht immer, um ein Stück weit in seinem Leben etwas zu navigieren, brauchen wir bestimmte Ankerpunkte. Und diese Ankerpunkte sind auch umzusetzen, auf eine emotionale oder mentale Ebene. Also was ist meine Vergangenheit? Was habe ich in den letzten Jahren erlebt? Was sind die Herausforderungen gewesen? Welche haben mich gestärkt? Welche möchte ich einfach nicht mehr erfahren? Dann, wohin soll mein Ziel gehen? Was ist, ne? Wo gehe ich hin? Und welche Qualitäten unterstützen mich dabei? Und in diesem Yin-Retreat spreche ich ganz viel über diese daoistische Sichtweise, wo wir mit den Spirit-Tieren aus den Himmelsrichtungen der TCM Verbindung aufnehmen, uns auch ein Stück weit orientieren, welche Kraftqualitäten sie haben oder repräsentieren. Und dann auch zu sehen, welche Werkzeuge habe ich denn? Dadurch, dass ich dann weiß, wo die sind und wo ich mich befinde, kann ich mir diese jeweiligen Qualitäten auch ranholen, um voranzugehen. Und das ganze Yin-Retreat, damit das einfach mehr auf der Erfahrungsebene ist, weil ich bin eher derjenige, der gerne Erfahrungen weitergeben möchte, gibt es vorweg ein kleines Zoom-Meeting. Da gibt es dann auch nochmal ein Handout speziell für dieses Retreat. Da könnt ihr schon vorab alles lesen. Da gibt es auch so ein paar Reflexionsfragen drin. Das Ganze wird, also die Yin-Praxis selbst wird mit daoistischer Meditation beziehungsweise Pranayama unterstützt. Also eine Art Breathwork, nicht in dem Sinne, wie es jetzt gerade groß in die Welt hinausgeht, sondern eine sehr sanfte Form. Ich nenne es gerne auch Yin Breathwork. Wir werden eine Selbst-Chi-Massage mit oder ich werde sie mit euch machen, beziehungsweise ihr werdet sie an euch selbst machen. Und es gibt noch ein kleines Goodie dazu. Ich werde ein hochenergetisiertes Öl mit dazu bringen, das ihr dann für euch jeden Einzelnen immer mit dabei habt. Wenn du Lust hast, auf dieses Retreat mitzukommen, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder unten im Kommentar findest du auch den Link dazu. Und ich freue mich auf dich.
Bis zum nächsten Mal.